Wenn man in Österreichs Leichtathletik-Szene schaut, dann kann man in diesem Jahr guten Gewissens sagen, es läuft. Oder eigentlich, es rennt oder es sprintet. 100-Meter-Sprinter Markus Fuchs und 400-Meter-Läuferin Susanne Gogel-Walli haben nämlich allen Grund zu jubeln. Gebrochene Rekorde, EM-Finalteilnahmen und das Startticket für die Weltmeisterschaft. Und das, obwohl die Saison Höchstform eigentlich noch gar nicht erreicht ist. Dieser Siegesschrei geht in die österreichische Leichtathletik-Geschichte ein. Markus Fuchs trägt von diesem Moment an den Titel schnellster Mann Österreichs. Mit 10,08 Sekunden unterbietet der 27-Jährige die bisherige Bestmarke über 100 Meter von Andreas Berger um 7 Hundertstel. Bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul läuft er über die 60 Meter außerdem erstmals im Finale und unter die Top 7. Das gleiche Meeting, bei dem 400-Meter-Spezialistin Susanne Gogel-Walli einen absoluten Meilenstein erreicht. Mit 51,73 Sekunden knackt auch sie einen österreichischen Rekord und löst den Uralten von Caroline Käfer ab. Sie wird sensationell Vierte. Und damit nicht genug. Anfang Juni läuft sie bereits mit 50,9 Sekunden das WM-Limit in Polen. Und auch hier ist sie nur 28 Hundertstel vom 1977 aufgestellten Rekord von Caroline Käfer entfernt. Ja, und jetzt treffen wir uns an Ihrem Arbeitsplatz, nämlich auf der Laufbahn. Heute im Leistungszentrum in St. Pölten die aktuell schnellste Dame über 400 Meter, Susanne Gogel-Walli, und der schnellste Mann über 100 Meter in der österreichischen Geschichte, Markus Fuchs. Hallo. 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 Susanne, wie sehr sind Sie mit geschafftem WM-Limit in dieser noch jungen Saison schon an der Ziellinie angekommen? Ja, es war wirklich ein sehr schöner Start in die Saison. Ich kann sehr zufrieden sein. Aber ich habe mir natürlich auch neue Ziele gesetzt und ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Markus, wir treffen uns an der Ziellinie, das habe ich beschlossen. Mit den 10,08, die Sie über die Ziellinie gebracht haben, wie geht es Ihnen heute damit? Ja, mir geht's einfach nur super. Also ich bin ganz mächtig stolz auf diese 10,08. Und ja, wie bei der Susi, ich bin trotzdem noch immer nicht am Limit. Ich möchte es natürlich weiter ausbauen und schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Sie haben Ihre Leistung gesteigert aus dem Vorjahr, als Sie den ja doch Altrekord aus 1988 von Andi Berger eingestellt haben. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis ein neuer Österreicher kommt und den knackt? Ja, weil einfach noch keiner gewusst hat, wie es funktioniert, so schnell zu laufen. Und jetzt bin ich da, ich habe das Know-how mitgebracht aus dem Ausland. Und ja, wie gesagt, ich bin ready und bereit, noch mehr zu zeigen. Susanne, Sie haben auch den Rekord von Caroline Käfer in der Halle schon eingestellt. Außerdem gratuliere zu Platz 4. Seit 1977 steht der Outdoor. Wie sehr ist der auf Ihrer Liste? Ja, den habe ich ein bisschen im Hinterkopf, aber ich möchte mich natürlich in erster Linie auf mich selber konzentrieren, bin aber mittlerweile nicht mehr so weit weg. Und natürlich wäre es schön, wenn ich denn in den nächsten Jahren noch laufen könnte. So, der Ist-Zustand bei uns ist jetzt momentan einmal an der Ziellinie. Was würden Sie sagen? Schauen wir an den Start, wie alles begonnen hat? Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 der Weg zur Startlinie ist zwar ein anderer, der Karrierestart ist bei den beiden aber ähnlich. In der Kindheit entdecken sie ihre Leidenschaft für das Laufen, für das schnelle Laufen. Meine Karriere hat sicher begonnen, als ich 7 Jahre alt war, als mich meine Eltern zum ersten Mal zum Leichtathletiktraining geführt haben in die Südstadt. Ich habe dort beim UCM Ödling mit dem Sprinten begonnen, habe einfach alles Mögliche ausprobieren dürfen, von vorne bis hinten, und habe sofort eine Faszination im Schnelllaufen entdeckt für mich selber. Ja, ich habe davor sehr lang Ballett gemacht, war allerdings nicht die beweglichste und habe dann auch gewusst, dass das nicht meine Zukunft ist. Und ja, mir ist das Laufen einfach mehr gelegen. Ich war in der Klasse die Schnellste und bin dann so irgendwie zu Leichtathletik gekommen. Lass dich irgendein Skillset aus dem Ballett auf die Leichtathletik übersetzen? Na, es ist natürlich was ganz anderes. Allerdings, ich glaube, dass ich von der Koordination ganz generell profitiere, aber natürlich eine völlig andere Sportart.
Markus Fuchs hat Handball hinter sich gelassen und zum Teil auch seine Heimat in Niederösterreich. Denn während Susanne Gogl-Walli schon immer in Linz stationiert ist, wählt er den Weg ins Ausland. 2 Jahre trainiert der 27-Jährige schon im Leichtathletik-Mekka Zürich-Letzigrund mit Trainer Patrick Seile. Der Patrick ist für mich nicht nur ein Coach, sondern wirklich ein ganz toller Freund, aber auch mentaler Unterstützer. Alles in allem, er ist das Totalpaket und er hat mich zum größten Teil zu dem Sportler und Menschen geformt, der ich jetzt bin. Selbstbewusst, akribisch und vor allem schnell. Aber wie muss man denn als Laufass ticken? Ganz prinzipiell muss man schon sehr... Ja, man muss schon ehrgeizig sein. Man muss auch bereit sein, dass es einmal im Training wirklich anstrengend ist, dass man das aushaltet und zielstrebig. Aber ansonsten, ich glaube trotzdem immer locker an die Sache herangehen. Man darf sich davor nicht den Kopf zerbrechen, wird es wehtun oder nicht, weil es ist immer anstrengend. Absolute Disziplin in allen Bereichen des Lebens. Susanne, die mit Radprofi Michael Gogl verheiratet ist, lebt das bis ins Weinregal. Es ist gut gefühlt, weil wir den nie verwenden. Nein, also natürlich, in der Saison leben wir sehr langweilig, würde ich sagen. Also wir gehen beide natürlich dann nicht irgendwie fort oder feiern. Ja, also das ist klar. Du musst wirklich im Moment im Tunnel sein, fokussiert sein, aggressiv sein, auf deine Leistung fokussiert, aber trotzdem so locker, erholt, entspannt wie möglich. Und diese 2 Sachen zu kombinieren, klingt eigentlich schon verrückt, kann man nicht einmal gescheit erklären, aber das macht dann einen Sprinter ein bisschen zu einem Psycho. Trotz Anspannung cool bleiben, trotz enormer Anstrengung locker sein. Und das über 100 bzw. 400 Meter. Klingt gar nicht mal so einfach. Aber zurück zur Startlinie. So Markus, wir sind jetzt gestartet, du hast dich vorbereitet. Was passiert in den ersten Metern vom Start weg? Also in den ersten Metern starte ich einfach mit voller Energie aus der Startmaschine, aus dem Block hinaus, habe den Blick nach unten gerichtet und schaue, dass ich mich mal möglichst gut vom Feld, vom Startfeld absetzen kann. Das heißt, der Blick geht nach unten, man konzentriert sich eigentlich nur auf die eigene Bahn. Gibt's Gegner? Ja, Gegner gibt es einfach nicht im 100-Meter-Sprint. Sondern der eigene Körper ist der Gegner. Was macht der jetzt gerade? Ja, ich muss mich voll fokussieren, muss jetzt ungefähr 25 bis 30 Meter voll antreten, dass ich eine schöne Geschwindigkeit aufbauen kann, bis es dann eben in die sogenannte Pick-up-Phase weitergeht. Wie war's ist? Die Pick-up-Phase ist jetzt die Phase, wo ich langsam meinen Oberkörper aufrichte, langsam die Knie höher bekomme, den Schritt langsam öffne und in einen lockeren Laufschritt übergehe. Welches Signal gibt einem der Körper hier jetzt? Normalerweise einfach nur pure Lockerheit und ein nach vorn gerichteter Blick und schöne Erholung. Erholung, das klingt so entspannt. Wann kann man wirklich eigentlich schon merken, okay, ich nähere mich jetzt der Ziellinie oder erst 5 Meter danach? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach durch die Ziellinie durchbricht. Wie gesagt, es geht einfach nur Vollgas und das ist der 100-Meter-Sprint bis ins Ziel und durch die Ziellinie. Cool. Und da kann man dann hoffentlich jubeln. Danke, Markus. Aber Susi, der Start ist doch ein anderer über die 400 Meter. Ja, genau. Bei uns ist der Start eigentlich da, wo schon das Ziel ist. Ja, und ihr startet in die Kurve hinein. Das ist einmal komplett anders. Was verändert sich dadurch im Körper oder ist der gleiche Start wie beim Sprint? Es ist natürlich das Ziel, dass man möglichst schnell aus der Wettkampfgeschwindigkeit kommt. Also daher unterscheidet sich es gar nicht so sehr vom 100-Meter-Start. Es ist dann aber der Kurvenlauf doch um einiges anders. So, jetzt wird wieder gerade. Ist es da schon zum Leiden oder noch zum Genießen? Nein, jetzt ist gerade der schönste Moment im 400er. Und zwar hat man seine Wettkampfgeschwindigkeit und fliegt eigentlich die Gegengerade einfach hinunter. Das ist eigentlich die schöne Phase, weil man noch nicht müde ist. Sind wir jetzt auf der Zielgerade? Das ist jetzt wirklich die ganz harte Phase in dem Rennen. Im Idealfall sind wir gerade in Führung. Also man sieht dann wieder so ein bisschen, man kann sich orientieren. Und man ist jetzt aber wirklich mit sich selbst beschäftigt. Also das ist die Phase, wo man einfach nur versucht, die Form aufrecht zu erhalten, obwohl eigentlich alles wehtut. So, jetzt ist bei Ihnen so, Sie haben schon 100, 400er in den Beinen. Wie geht es einem hier beim allerersten? Also ich glaube, es wird nie leichter. Es war der erste eigentlich gleich zart wie mein letzter. Man wird einfach besser oder man hält es besser aus. Aber anstrengend ist es eigentlich immer. Wenn man dann die Strecke erfolgreich bewältigt hat, hoffentlich im Rennen dann über die Ziellinie ist, dann wissen wir jetzt, Markus, bei Ihnen, Sie jubeln und Sie schreien sich die Seele aus dem Leib. Susi, wie schaut das bei Ihnen aus? Ich bin eher die Leise. Nein, ich freue mich da natürlich auch extrem, aber es kommt jetzt nicht da von innen heraus jetzt der Schrei oder so, sondern es ist eher so, dass ich wahrscheinlich lache und mich einfach ruhig freue.
Markus, wie lange braucht man dann, bis die Stimme sich wieder einigermaßen erholt, so nach einem österreichischen Rekord? Ja, ich glaube, ich habe schon ein, zwei Tage gebraucht, aber es hat sich trotzdem recht schnell wiederholt. War das immer schon so bei Ihnen mit Zielsetzung, dass das so von Ihnen herausgekommen ist? Ja, interessanterweise schon eigentlich. Also natürlich, es ist dann immer größer geworden und immer professioneller in der Zielsetzung, sage ich mal, weil es dann einfach, weil ich dann schon gewusst habe, was muss ich machen, damit ich dorthin komme. Aber eigentlich auch schon als Jugendliche habe ich immer schon so kleinere Träume gehabt, ja. Markus, bei Ihnen ist der große Traum, irgendwann einmal endlich die 10 Sekunden dann tatsächlich zu durchbrechen, das muss man so sagen, oder? Und der zieht sich ja wirklich durch. Wo haben Sie sich überall die 9,99 hintapeziert? Also ich muss sagen, mittlerweile sind sie ganz groß ins Hirn tapeziert, aber ich habe sie auch im Kühlschrank daheim picken, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr, nachdem ich es letztens ausgeplaudert habe. Ich sehe sie da jeden Tag und bin ganz optimistisch, dass irgendwann in Zukunft einmal diese Barriere durchbrochen wird. Muss ich auch dazu sagen, das ist natürlich auch mein Bildschirmhintergrund, aber der wird auch zwischendurch geswitcht, weil ich sehe dann die Freundin doch auch sehr gerne und wenn es mir dann ab und zu mal zu viel wird, wird es wieder auf die Freundin geswitcht und dann gibt es wieder die 9,99 Retour. Wie schaut es bei Ihnen aus? Darf der Michi auf den Sperrbildschirm? Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer irgendwelche so schöne Naturaufnahmen drauf. Also ich bin da wirklich ganz langweilig. Oder irgendwelche so schöne Wasservögel oder so. Also aber hin und wieder habe ich mich auch schon gehabt. Eher Natur normalerweise. Wir haben jetzt über die schönen Seiten gesprochen im Sport. Es gibt aber natürlich auch immer schwierige. Persönlich natürlich, aber auch auf den Sprint- und Laufsport gesehen. Historisch gibt es immer wieder Dopingfälle. Wie sehr muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen? Ja, es sind natürlich leider immer diese blöden Vorurteile, aber ja, wie gesagt, also ich stehe in der Früh auf, kann mich schön in den Spiegel schauen, sehe meinen Sieger lächeln und bin einfach stolz auf meine Leistungen, egal was die Leute sagen. Doping im Sport wird es leider immer geben. Ich hoffe, dass wir Sportler immer schauen, dass wir alles fair über die Bühne bekommen und ja, das ist einfach wichtig. Jetzt haben wir das Adams-System angesprochen. Da gibt man einfach immer ein, wo man übernachtet und wo man quasi anzufinden ist. Sie haben sie das auch bei der Hochzeit angeben müssen eigentlich. So, und morgen übrigens findet ihr mich hier? Ja, natürlich. Also wir machen uns da schon sehr sichtbar oder wir sind so ein bisschen gläsern natürlich, weil wir jeden Tag unseren Übernachtungsort angeben. Ich denke aber, es gehört einfach dazu, dass das System funktioniert. Also von dem her unterstütze ich das natürlich gern. Aber es können schon irgendwie skurrile Situationen entstehen, wenn man dann im Urlaub irgendwo ist und im Pyjama dann die Hoteltür aufmacht. Also ja, es gehört einfach dazu. Jetzt haben Sie in diesem Jahr beide schon herausragende Ergebnisse. So ist bei Ihnen eigentlich ein bisschen blöd, dass das noch nicht in die Olympia-Qualifikation hineinzählt. Also eigentlich diese 50,9, wie sehr ist das ein bisschen ein Wermutstropfen? Ich hoffe natürlich, dass ich die Zeit des Jahres wiederholen kann, aber die Olympia-Qualifikation beginnt erst am 1. Juli und die Zeit, die ich gelaufen bin, wäre natürlich schon drunter gewesen, aber ja, ich hoffe sehr, dass ich das einfach wiederholen kann und dann wäre ich schon fix dabei. Markus, für Sie ist auch der Weg nach Budapest, nämlich zur Weltmeisterschaft, einer, den nur 48 Athleten schaffen können. Wie nervenaufreibend ist so eine Situation? Ja, natürlich brutal nervenaufreibend. Es gibt so viele 100-Meter-Sprinter auf der Welt. Das ist schon mal eine, also für mich persönlich auch eine Faszination, wenn man es überhaupt in die Top 48 der Welt schafft. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin jetzt seit letzter Woche und seit meinem St. Pölten-Rennen über die Rankings eben zum allerersten Mal in den Top 48, nämlich genau 48. Und das ist für mich einfach eine Riesenmotivation, ein Zeichen, dass es genau in die richtige Richtung geht. Meine großen Rennen stehen erst bevor. Also mein Peak sollte dann so Mitte Juli, also Anfang Mitte Juli sein, wo ich ja dann wirklich schon auf meine ganz, ganz schnellen Zeiten hoffe. Und ja, bis dahin nehme ich alles mit, was ich kriege. Während es bei Ihnen noch früher so war, so Semifinale, ja super erreicht, ist es jetzt, wenn man Richtung WM schaut, schon sagt, ja, Finale wär's schon? Ich denke, dass ich jetzt ein Niveau habe, wo ich wirklich mir das Semifinale als klares Ziel setzen kann. Die letzten Großereignisse war es eigentlich fast immer eher Überraschung. Und dann wird es natürlich, also dann werde ich natürlich probieren, möglichst weit vorne zu landen, aber jetzt eine konkrete Platzierung nehme ich mir jetzt nicht vor. Sind Sie einer, der sich konkrete Platzierungen vornehme? Also ich muss ehrlich sagen, seit der Hallen-Europameisterschaft ziehe ich einfach nur noch der Susi nach, weil die ist ja vor mir ins Finale gestürmt. Und dann habe ich plötzlich in mir auch so eine Motivation verspürt, dass ich gesagt habe, hey, ich will das einfach auch. Und dann hat es geklappt. Jetzt natürlich von einem Finale zu reden, ist absolut unrealistisch. Wie gesagt, bei mir steht jetzt mal einfach der Fokus, die Vorbereitung auf die Qualifikation. Und wenn ich dann einmal an dem Punkt angelangt bin, dann möchte ich weitersprechen, wo es noch hinführen kann. Sie beide kennen sich schon relativ lang. Durch die Leichtathletikphase, aber auch übers Bundesheer. Wer war denn da ordentlicher? Also braver vielleicht? Ja genau, wir haben damals 2014 gemeinsam die Grundausbildung in Graz gemacht und
Ja, der Markus hat uns schon ein paar Probleme beschert. Da haben wir die eine oder andere Gruppenstrafe ausgefasst. Nein, aber ich muss sagen, wir waren beide Vorzeigesoldaten. Unordentlich bin ich sicher nicht, weil ich bin in jeglicher Hinsicht ein Perfektionist und das ist mir auch wichtig, dass die Leute mich so kennen. Unordentlich bin ich ganz sicher nicht. Sie sind beide Einzelsportler, innen, und fahren jetzt zu den European Games, wo Sie dann im Team antreten. Mehr oder minder, zumindest hintereinander. Wie ist die Situation, wenn man weiß, okay, man reist da jetzt als Team hinan? Ja, es ist voll super. Also wir freuen uns, glaube ich, beide drauf. Es ist für uns auch eine Situation, die wir eben nicht immer haben. Natürlich sind wir dort wieder auf uns alleine gestellt, wenn ich dann auf der Startlinie stehe. Aber so ganz insgesamt ist einfach die Idee super nett. Und ja, ich glaube, wir sind beide sehr motiviert. Wie verändert das auch die Dynamik, wenn man zum Wettkampf fährt und weiß, okay, passt, wir müssen im Team bestehen? Ja, ich denke, es bringt einfach noch mehr Spaß rein. Also wir starten ja da jetzt am Sonntag mit einem Reisebus Richtung Krakau. Und es ist einfach witzig, weil man einfach wirklich mit dem ganzen Pack, also mit dem ganzen Austrian-Team da sich auf den Weg macht. Und das ist einfach schon dieser Spirit, der mitgegeben wird. Wir sind ein Team, wir machen das gemeinsam, wir werden das auch gemeinsam schaffen. Ich als Einzelsportler werde natürlich in den 100 und 200 Meter hoffentlich die volle Punkte für Österreich und für unser Team auf die Karte bringen. Und dann steht, glaube ich, einer lustigen Abschiedsfeier dann auch nichts im Wege. Es deutet also wirklich alles darauf, dass Markus Fuchs und Susanne Gogl-Walli in Zukunft weitere Höhenflüge erleben. Blick auf die WM und Olympia 2024.